Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Episode Nummer 8 und heute mal ein bisschen was Vorproduziertes und wieder live am Start, denn ich kann das Ganze hier durchskippen und werde heute starten mit dem Training. Das gilt unter anderem für Alexandre Pato, bei dem wir wieder Chancenerarbeitung machen. Des Weiteren machen wir mal Thauvin ein bisschen weiter und zwar durchsetzen. Das gleiche bei Kollege Rolando Aaron, nicht bei Rolando Aarons. Dafür bei Sissoko ein bisschen Shooting und zwar Fernschüsse. Hätte ich ganz gerne. Dazu, was haben wir denn noch so? Florentin Pogba. Da machen wir defensives 1 gegen 1. Und haben wir noch irgendwas? Außenverteidiger, ne? Dix, Haidara, okay, die sind nicht so weit fortgeschritten gerade. Deswegen konzentrieren wir uns da auf Ayoze Perez und machen da, ja, auch Chancenerarbeitung, würde ich sagen. Alles simulieren und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Hoffentlich was Positives. Ein A bei Pato. Nein, immerhin ein A, aber dafür bei Sissoko und sonst C. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Gut, dann machen wir weiter und simulieren den Oktober zu Ende, würde ich mal fast sagen. Am 28. das Pokalspiel gegen Leicester, was heute kommt. Und ihr wisst, Pokalspiele gibt es zusätzlich. Das heißt, 3 Spiele heute in der Episode. Wir haben aktuell ist aus Deutschland Timo Werner, der mich nicht interessiert. Genauso wenig wie Halloran oder Bruno oder Klaus oder Torres oder Quiring. Von daher war also dementsprechend eigentlich nichts Neues. John Anthony Brooks, das ist auf jeden Fall ein Spiel, den ich sehr interessant finde. Allerdings haben wir ja zwei Innenverteidiger, die relativ gut sind. Billy Kitty, wie heißt der nochmal? Cat Keo vom Von. Ja, habe ich mir nur angeguckt, weil ich den Namen lustig finde. Den wusste ich schon, dass der nicht so gut ist. So, Eliaquim, Mangala, Burke, Arigibi oder sowas, Hurtado. Der war mal gut. Isgrove, Deodofeo, den gucke ich mir ganz gerne mal an, ehrlich gesagt. Oh. Hatte ich schon, ups. Ola John, Matt Phillips. Gut, dann würde ich sagen, haben wir da ja nichts weiter Interessantes eigentlich. Ne, dann machen wir das weg und simulieren weiter. Wir haben nur noch ein paar Tage, aber wir haben ein neues Training. Halt, stopp, okay, müssen wir danach machen. Auch in Ordnung. So, was haben wir denn? Aktuelles aus Frankreich haben wir und zwar Benzer, wir haben Gudu, wir haben Fofana, wir haben Get und wir haben Widmore und Joseph Monrose. Alles nicht interessant, alles klar. Das heißt, wir gehen weiter und zwar zur Mannschaft und schauen mal nach, was wir da so ändern können fürs Pokalspiel, denn wir spielen ja gegen, okay, Leicester ist jetzt auch in der gleichen Liga, ne? Aber trotzdem machen wir da mal ein bisschen Rotation und bringen unter anderem Perez rein, wir bringen De Jong rein und zwar stellen wir den auf die 6, der entwickelt sich sowieso nicht mehr. Haidara kommt zu seinem Comeback und Mavo packen wir mal auf die Bank für Wijnaldum. Gouffran machen wir rein für Thauvin. So, ist der, ja, okay, dann, was machen wir noch, Steven Taylor können wir mal reinpacken für Mbemba und Lascelles können wir reinpacken für Pogba, TOT können wir wieder reinpacken für Sissoko, hat der letzte Mal im Pokal uns weitergeschossen, Colocini packen wir mal auf die Bank für Colback und Dix packen wir rein für Janmaat. Dann haben wir quasi abgesehen von Pato, okay, da können wir eigentlich Mitrovic mal hinstellen, ne, ja. Gut, haben wir komplett durchrotiert, würde ich sagen. Es sieht ganz nice aus, die Aufstellung trotzdem noch relativ stark und ich hoffe, das wird sich auch gleich zeigen im Spiel gegen die Kollegen von Leicester City. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Capital One Cup im St. James's Park, Leicester City zu Gast bei Newcastle United, die Foxes gegen die Magpies. Das heißt, normalerweise müsste der Fuchs die Elster doch holen, oder nicht? Zumindest war das die Aussage des Trainers von Leicester City vor der Partie gewesen. Er meinte, das Ganze wäre heute natürlich keine leichte Aufgabe, auf jeden Fall schaffbar. Der Pokal hat auch in England seine eigenen Gesetze. Newcastle spielte mit einer, ja, relativ abgespeckten B11 im Tor. Krüder vor Dix, Taylor, Lascelles und Haidara de Jong zusammen auf der 6 mit Shaik TOT. Davor dann der Ayoze Perez zusammen mit Gouffran und Rolando Aarons in der Sturmspitze. Heute mal nicht Alexandre Pato, sondern Alexander Mitrovic. Das heißt auf jeden Fall eine B11 bei Newcastle United. Auf der anderen Seite Schmeichel, Delaye, Lamine Sané natürlich, Entschuldigung, in der Verteidigung zusammen mit Alvaro Dominguez. Links dann Schlupp, Inla, Kanté im zentraldefensiven Mittelfeld. Davor Dayer, Kamaric, Okazaki und Leonardo Oloa. Auf jeden Fall eine relativ gute Aufstellung bei Leicester City. Das kam nah an die Aufstellung ran. Wie gesagt, bei Newcastle United eher die B-Aufstellung. Ist halt nur der Capital One Cup nicht ganz so wichtig, aber schon mit einem gewissen Prestige versehen in, ja, der englischen Liga. Wir starten rein in die Partie und gehen in die erste Szene und die gab es bereits relativ früh in der Partie, auch wenn die Partie an sich relativ highlightarm war und zwar auf Seiten von Newcastle Uniteds Defensive. Ja, da ist nämlich der Witz. Nathan Dyer geht hier mal über außen, versucht das, setzt sich da klasse durch und dann im Endeffekt kann er die Flanke in die Mitte schlagen. Da ist Uloa und der verlängert den nochmal und wenn Okazaki da reingesprungen wäre, hätte das richtig knapp werden können. So blieb es beim 0:0. 15. 25. Minute, das ist Rolando Aarons.
Evans, der versucht's mal mit der Flanke in die Mitte, das war die erste Annäherung ans Tor, die Flanke des jamaikanischen Nationalspielers gar nicht mal so schlecht und der versuchte es direkt nochmal weiter, diesmal mit dem rechten Fuß und zwar zum Tor hingezogen und Gouffra mit dem Kopfball und da muss ich Schmeichel richtig lang machen, der dänische Nationalkeeper, Sohn von Legende Peter Schmeichel, um da irgendwie noch ranzukommen, aber Kaspar macht das hier ganz gut, Gouffras Kopfball sieht gar nicht so gefährlich aus, senkt sich aber genau im richtigen Moment und deswegen wird das Ganze gefährlich fürs Tor von Leicester City. Es ging weiter mit Flanken und das funktionierte bei Newcastle, wie bereits angesprochen, relativ gut. Diesmal Gouffra mit dem Ball in die Mitte und da hinten behindert sich Mitrovic und natürlich, was für eine Frage, der allseits bekannte und allseits beliebte Ayoze Perez. Allerdings steht es so weiterhin 0-0. Zweite Halbzeit, Flanke mal in die Mitte und das Ganze abgewehrt von Leicester City, beziehungsweise von der Defensive von Newcastle, die Flanke von Leicester City abgewehrt. Gouffra hier im Mittelpunkt. In der nächsten Szene ist er nicht der, der im Mittelpunkt steht. Inla bringt den Ball in die Mitte und da steht Leonardo Oloa, kann den Ball annehmen, 1-0. Was für ein Tor vom Nationalspieler. Das war richtig, richtig schön gemacht. 55. Spielminute, den kannst du auf jeden Fall mal so reinschweißen und da freut sich natürlich die ganze Mannschaft mit Leonardo Oloa. Das war richtig gut gemacht, allerdings schlecht verteidigt von Newcastle. Defensive Taylor und Lascelles sehen da alles andere als gut aus. Gucken uns das Ganze nochmal an. Der Ball wird hier irgendwie abgelegt. Oloa hat dann überhaupt keinen Gegenspieler. Krüll komplett chancenlos und plötzlich stand es 1-0. Newcastle um Antwort bemüht und das klappte auch relativ schnell. Rounder Aarons mit dem Ball auf Mitrovic. Die machen einmal ernst und zack steht 1-1. Wunderbarer Strich von Alexander Mitrovic. Er hat momentan ausgemustert und eventuell wird sogar ein Verkauf von ihm im Winter angestrebt. Im Sommer ja ist geholt vom RSC Anderlecht. Konnte bisher die Erwartung überhaupt noch nicht erfüllen. Auch natürlich wegen der Verpflichtung von Alexandre Pato. Aber hier zeigt er mal, was er kann, wenn er den Ball bekommt und ein bisschen Platz hat. Wunderbarer Schuss mit dem linken Fuß. Keine Chance für Schmeichel, den zu halten. Und Newcastle wurde jetzt stärker, hatte Blut geleckt. Der Abschlag hier von Tim Krüll. Und da ist dann Mitrovic eigentlich schnell, kommt aber gerade noch so ran und spielt den Ball irgendwie nach dem Ballgewinn in die Mitte. Da steht Rolando Aarons. Niemand ist so wirklich da. Die Defensive noch aufgerückt. Aarons kann schießen. 2-1. 80. Spielminute. Die erstmalige Führung in der Partie für Newcastle United. Das war ganz, ganz schwach verteidigt von den Foxes und sehr, sehr gut gemacht von Jamaikaner. Das war richtig, richtig stark. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Mitrovic mit der Balleroberung und dem direkten Pass in die Schnittstelle. Dann ist Aarons einfach schneller. Delay will nicht richtig hingehen. Und im Endeffekt sieht Inla auch nicht gut aus. Schmeichel kann wieder nichts machen. Und es steht 2-1. Leicester warf jetzt alles nach vorne. Nochmal die Chance. Fragezeichen. Schlecht verteidigt. James Wardy versucht mal. Und Tim Krüll ist da und kann den Ball zur Ecke abwehren. Das war die größte Chance. Es gibt den Eckball. Reingetreten von Inla, danach fiel ja quasi das 1-0, wenn auch von der anderen Seite. Das Ganze kommt auch relativ gefährlich, wird dann aber geklärt und zwar von Rolando Aarons und daraus ergibt sich der Konter. Chaik Tiot im Pokal ja eine richtige Legende für Newcastle, hat er sich in die zweite Runde geschossen. Hier kommt der Ball auf Mavot nimmt den gut mit, mittlerweile eingewechselt, allerdings dann abgenommen von Delahaye, der aber mit dem Fehler, dann legt er nochmal quer, der Mavot und da ist Mitrovic, 3-1, es klingelt in der 90. Minute zur endgültigen Entscheidung. Der St. James' Park steht Kopf und das vollkommen zurecht, denn Newcastle praktiziert wunderbar. Aber ein Konterfußball. Zwei Konter bringen im Endeffekt hier die Entscheidung und den Sieg für Newcastle. Mitrovic schnürt seinen Doppelpack. Er darf einmal spielen und zeigt direkt mal, was er kann. Und Leicester ist auch nicht so ein kleiner Gegner. Die beiden Tore musst du auch erstmal machen. Mal wo macht das klasse gegen den er hier nicht gut aussieht. Und das Tor ist im Endeffekt dann nur noch Formsache. Schmeichel zum dritten Mal chancenlos von seiner Defensive komplett im Stich gelassen. Und auch wenn das Ding sehr, sehr langsam reinkullert, kann man ihm da absolut keinen Vorwurf machen. Dementsprechend Newcastle United mit der letzten Aktion der Partie zum 3-1 und mit dem Sieg gegen Leicester City. Sie ziehen einen in die nächste Runde des Capital One Cups und das trotz dessen nur eine B11 auf dem Platz stand. Natürlich bitter für Leicester, hatte richtig gut angefangen mit dem 1-0, allerdings wurden sie dann zu schlampig und gerade in der Defensive bei Kontern einfach viel zu unsortiert und das wusste selbst die B11 der Magpies zu nutzen. Mitrovic zeigte, was er konnte, genauso wie einige andere Spieler hat er gezeigt, warum auch er eine ja auf jeden Fall denkbare Alternative wäre, nicht nur für die Sturmspitze, sondern auch Perez beispielsweise für die 10er-Position von Wijnaldum, der allerdings Kapitän ist, das heißt für ihn noch ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz gewinnt Newcastle mit 3-1 und das im Endeffekt auch verdient gegen Leicester City und zieht einen in die nächste Runde des Capital One Cups. Das war bei lange Zeit ein sehr, sehr langweiliges Spiel und dann im Endeffekt doch, ich würde mal sagen, sehr unterhaltsam. In den letzten Minuten sehr viele Tore gefallen und zum Glück dann auch der Sieg für uns mit 3-1 gegen ja, Leicester City. Dementsprechend eine Runde weiter, mal sehen, gegen wen es jetzt gehen wird. Auf jeden Fall sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Die BF hat gut performt und Alexander Mitrovic hat endlich mal gezeigt, dass er zumindest ein bisschen was drauf hat, was natürlich ganz schön ist, denn so kann das jetzt gegen Stoke eventuell heißen, dass wir mal mit einer Doppelspitze spielen. Das ist zumindest gerade mein Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze umsetzen werde, aber wir werden es gleich mal sehen. Wir trainieren Mitrovic auch gleich mal zur Feier des Tages. Chancenerarbeitung genauso wie natürlich wieder Alexandre Pato, der wird immer trainiert, das ist gar keine Frage. Dazu, wen nehmen wir denn dazu? Aarons hat gerade gut gespielt, obwohl der hat einfach nur, naja gut, Zaha hat überhaupt kein Potenzial, das überrascht mich gerade ein bisschen.
So, machen wir weiter mit Thauvin, machen wir weiter mit Emre Can. Natürlich, welche Frage? Und noch einen Verteidiger. Und zwar nehmen wir da wieder Pogba. Pogba, und zwar El Rondo. Gott, alles klar. Simulieren wir den ganzen Bums mal und schauen, was bei rauskommt. Eventuell ein A irgendwo. Ja, nee, doch bei Pogba. Sehr schön. Der steigt genauso wie Pato auf 2, auf 81. Ein F bei Mitrovic ist natürlich jetzt nicht so schön, nicht so ideal. Aber gut, der hat gerade seine 2 Buden gemacht. Da ist klar, dass er noch nicht ganz so fit ist. Wir spielen gegen Stoke. Stoke, müssen wir gleich mal gucken, wo die in der Tabelle stehen. Aktuell ist aus Italien, haben wir zunächst einmal nochmal Faletti, Fedato, Rüdiger. Gucke ich mir mal zumindest an. Galano und Farias. Ragusa kennen wir alle. Schon mehr oder weniger. Gerard Deulofeu und Eduardo Vargas haben wir die Abschlussberichte zu. Vargas gucke ich mich nicht an, kenne ich, und Deulofeu sieht sehr, sehr stark aus. Habe ich jetzt aber gelöscht, weil der zu teuer ist. So, Stoke steht momentan auf Tabellenplatz Nummer 20. Sind letzter, die im zweitmeisten Gegentore der Liga kassiert. 6 geschossen, damit die wenigsten, zweitwenigsten. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Ich denke mal, das ist außer Frage. Wir müssen uns wieder ranschleichen an Arsenal, die momentan auf Tabellenplatz 5 residieren, also Euroleague, und zwar mit 4 Punkten Vorsprung. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir werden mit Mitrovic natürlich erstmal auf der Bank spielen. Wir werden natürlich mit der A11 spielen, mehr oder weniger. Das heißt, nicht Doppelspitze, seht ihr schon. Kann sich ja im Spielverlauf dann ändern. Perez wollte ich rausnehmen. Wijnaldum natürlich rein dafür. Dann packen wir mal Wo, der das wunderbar vorgelegt hat, wieder auf die Bank. Tauschen, ne, machen wir, lassen wir mal so. Lascelles und Taylor, beide mit Form runter, das ist auch verständlich, denn die waren jetzt nicht so stark gerade. Haben ja auch dieses Eckentor extrem easy zugelassen. Dann kommt Jan mal wieder rein, Haidara geht wieder raus, hat aber auch sehr gut gespielt, nach Verletzung ja zurückgekommen. Geht mal auf die Bank für irgendwen. Für Coloccini. Haidara lasse ich mal draußen, weil der nicht so fit ist. Aber der wird wieder seine Praxis bekommen. Gouffran geht dann noch raus für Zaha und Thauvin kommt rein für Rolando Ahrens. So, Zaha kann auch links spielen, das ist wunderbar. Und damit haben wir quasi die gleiche Aufstellung wie immer. Gehen ins Spiel, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Ach übrigens, ne, Colback ist jetzt unser standard-etatmäßiger Linksverteidiger. Haidara ist jetzt Ersatz, aber der wird auch wieder seine Praxis bekommen. Aber Colback hat mir gut gefallen, entwickelt sich. Wunderbar. So, jetzt viel Spaß, bis gleich. Nach einem erfolgreichen Pokalauftritt hieß es für Newcastle United jetzt nachlegen in der Liga im St. James' Park. Wieder ein Heimspiel, diesmal gegen Stoke City, und das Ganze natürlich relativ wichtig vor dem Derby. Nächste Woche das Tyne-World Derby stand an und das auswärts gegen Sunderland, das heißt heute gegen die Potters zu Hause, nochmal punkten im Idealfall gegen Marko Arnautovic und Co. Das Stadion gut gefüllt, wie immer viele mitgereiste Fans aus Stoke, und die Aufstellung bei Newcastle mit Krüel, Janmaal, Pogba, Mbemba, Colback, Sissoko, Can, Thauvin, Zaha, Wijnaldum und Pato, wieder so wie man sie erwartet hatte. Nicht mehr die B11 auf dem Platz, nicht ein einziger Spieler aus der B11, abgesehen von Tim Krüel, war überhaupt noch mit von der Partie. Die saßen teilweise wieder auf der Bank wie Mitrovic oder auch Dix, die beide ein gutes Spiel gemacht hat. Auf der anderen Seite Butler, Wilkinson, Cameron, Wilson und Peters, davor Whelan zusammen mit Sidwell, auf den Außen Walters und Arnautovic in der Sturmspitze Marmadjouf und Peter Crouch, der ehemalige Hannoveraner, zusammen mit dem absoluten Riesen. Das ist ja allgemein bei Stoke City eine Besonderheit. Die haben fast nur, naja, riesige Spieler. Die offensiv schwächsten Teams, dazu zählt unter anderem Stoke City zusammen mit Tottenham Hotspur, die beiden auf dem letzten Platz mit 6 erzielten Toren. Das sollte sich heute im Ideal verlängern. Ob das Ganze geklappt hat, wir werden es im Endeffekt natürlich sehen. Juff war einer der Stürmer, die die Aufgabe quasi hatten. Allerdings ging das Ganze eher in die andere Richtung los. Newcastle in der Anfangsphase sehr, sehr überlegen, und die erste Chance gab es dann allerdings für Stoke City, und zwar über Sidwell. Der macht das hier an sich ganz gut, setzt sich durch, und der Schuss einfach mal aus der Distanz, aber kein Problem für Tim Krüel, der den da Sicherheit. Es ging weiter in der Offensive der Magpies über Giorgino Wijnaldum nach dem schönen Pass von Pato. Der macht das da an sich ganz gut, kann sich aber nicht ganz durchsetzen, wird gefoult, und es gibt den Freistoß nach knapp 27 Minuten. Es war eine relativ, ja, mittelfeldlastige Partie. Kampf auf beiden Seiten, viel Taktik auf beiden Seiten und dementsprechend wenige Torraumszenen. Der Freistoß ist in der Situation nicht für Sissoko, der es schießen möchte, sondern für Florentin Pogba. Ist was für einen Linksfuß, der kann Freistöße, und wie er die kann ans Lattenkreuz. Da ist Butland im Glück, dass es hier noch weiter 0-0 steht. Aber im Endeffekt die Szene dann geklärt von der Defensive der Potters. Die machen in der Offensive weiter mit Marko Arnautovic, ehemaliger Bremer, kann sich da aber nicht durchsetzen gegen Daryl Yammer, der mit einem ganz schwachen Pass bringt Sissoko in Bedrängnis, der mit Sidwell dann zusammenspielt, irgendwie der Engländer im 16-Meter-Raum, und Florentin Pogba, ja, wird dann unterstützt von Chancel Mbemba, der den Ball im Endeffekt klärt, und das war die letzte Aktion vor der Halbzeit. Da sehen wir mal, es gab wenige Torschüsse. Wenn die Mannschaft mal in der Nähe des Torraums kam, gab es immer noch keine Abschlüsse, und das war das große Problem. Musste in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser werden, wurde es das, naja, nicht so wirklich. Aber Zaha versucht es mal über die Außenposition, setzt sich da durch, ist schneller als Wilkinson, passt den Ball in die Mitte, da ist Pato unter Kante der Latte, und da hat Butland zum zweiten Mal richtig Glück, dass nur das alles
Aluminium getroffen wird von den McPies und es weiterhin beim 0-0 blieb. Allerdings waren die McPies jetzt besser in der Offensive, versuchten mehr nach vorne. Die einzige Chance im zweiten Durchgang zunächst mal für Stork durch Crouch. Das Ganze nach knapp 70 Minuten, allerdings relativ weit noch am Tor vorbei. Krull muss da nicht eingreifen gegen den riesigen Nationalspieler. Sissoko versucht nach 83 Minuten nochmal mit einem Freischuss aus der Distanz, aber das war schon die letzte Aktion der Partie, denn mehr passierte nicht mehr im St. James' Park. Auch wenn Newcastle in der Offensive besser wurde, reichte es im Endeffekt nicht für ein Tor. 0-0 trennen sich die beiden Teams. Die Potters also mit dem Achtungserfolg, trotz der schwächsten Offensive der Liga, die wieder kein Tor erzielen konnte, konnte diesmal auch Newcastle United kein Tor erzielen. Pato war über, das ganze Partie, über die ganze Partie hinweg relativ unsichtbar. Allgemein war das kein schönes Spiel für die Zuschauer. Nächste Woche soll das auf jeden Fall besser werden. Muss es auch. Im Stadium of Light soll das nämlich keine leichte Aufgabe werden. Das Time World Derby immer ein besonderes Spiel für beide Mannschaften. Stoke bleibt weiterhin ja ohne wirklichen Achtungserfolg auswärts, denn sie schießen halt keine Tore. Das muss in den nächsten Wochen besser werden, aber sie haben die Spieler, das Material, um das eventuell zu ändern. 0-0 im St. James' Park zwischen Newcastle und zwischen den McPies und Stoke City, den Potters. Das Ding hättest du gewinnen müssen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Chancen waren auf jeden Fall da. Leider Gottes wollte der Ball wieder nicht rein. Das ist allgemein mein größtes Problem dieses Jahr in jeglichem Modus. Ja, die Chancenverwertung, aber gut. So bleibt es erstmal bei Tabellenplatz 7 für uns. 15 Punkte sind ordentlich aus 10 Spielen. Sunderland, unser quasi direkter Rivale, kann auch vorbeiziehen. Und gegen die spielen wir sogar in der nächsten Partie im Tyne World Derby am Mittwoch unter der Woche, das heißt englische Woche. Und wir müssen natürlich unsere Jungs loben bzw. hochpushen, denn das ist ein wichtiges Spiel da oben im Nordosten Englands. Und deswegen wollen wir da natürlich auch siegreich sein. Pato kann sich nie mehr weiterentwickeln. Das heißt, jetzt können wir uns auf Mitrovic und Perez konzentrieren, was das angeht. Übrigens heißt er wirklich José Perez und nicht Perez, denn der Akzent ist auf dem ersten E. So viel dazu. Thauvin trainieren wir noch mal ein bisschen weiter und zwar mit Durchsetzen. Der sollte demnächst mal irgendwann sein nächstes Rating erreichen. Sissoko, das sieht genauso aus, sieht eigentlich auch ganz stark aus. Da machen wir mal mit Chancenerarbeitung, damit er seinen Abschluss ein bisschen erhöht und seine Schusskraft. Und Pogba, ja, nee, Aydara machen wir heute noch, und zwar Defensive. Und dann simulieren wir den ganzen Bums und warten mal wieder ab, ob wir irgendwo ein A bekommen. Das freut mich aber ganz besonders. Ja, tatsächlich bei Mitrovic und bei Aydara, das ist natürlich wunderbar. Und der hat echt gute Werte an sich. Wenn er nicht so langsam wäre und so unfassbar unbeweglich und so ein schlechtes Dribbling hätte, dann wäre das echt interessant. Gut, wir gehen weiter zum Spieltag. Nationaltrainer auf Werte von Peru, nee, dankeschön, möchte ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ich möchte ganz gerne gegen die Black Cats spielen und ich freue mich auf dieses Spiel und ich hoffe, ihr euch auch. Wenn euch die Episode übrigens gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr wollt, dass wir in diesem Spiel jetzt hier richtig schön siegreich sind und unser Bestes zeigen, dann lasst auch mal einen Daumen nach oben da. So, wir spielen heute im, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ja, er kann, ich will eigentlich mit Doppelspitze spielen, aber wir lassen Pato einfach mal ganz draußen, weil der nicht ganz fit ist. Ja, ansonsten bleiben wir bei der Aufstellung, würde ich sagen. Haidara kommt mal auf die Bank für Colocini. Und ich würde sagen, wir wichsen die jetzt einmal weg und sehen uns gleich wieder. Viel Spaß und 3 Punkte. Tyne World Derby unter Flutlicht im Stadium of Light und dieses Light wurde auch dringend benötigt, denn der Fluss, die Tyne, hatte ordentlich Fog und Mist mitgebracht für dieses Spiel. Wenige Sichtweite, allerdings trotzdem natürlich fand diese Partie unter schwierigen Bedingungen statt und die Fans freuten sich tierisch auf diese Partie. Ein sehr prestigeträchtiges Derby zwischen den beiden Städten aus dem Nordosten Englands und das Ganze durch die Tabellensituation noch verschärft. Sunderland momentan 8. zusammen mit Newcastle, ja quasi punktgleich mit 15 Punkten, nur das Torverhältnis trennt diese beiden Mannschaften und das wollten beide natürlich heute ändern. Die wollten jeweils 3 Punkte einfahren und sich somit von anderen zumindest ein bisschen zunächst einmal absetzen. Auf beiden Seiten starke Startausstellung, Spieler im Fokus. Heute Georgino Wijnaldum, der Kapitän der McPies, der niederländische Nationalspieler, vor der Saison von PSV gekommen und bisher bereits sehr wichtig. 2 Tore in 8 Einsätzen. Das war ja mit die beste Leistung, die man bisher von ihm erwarten konnte. Hier sehen wir neben seinen beiden Landsmännern Tim Krüll und Daryl Jammert und er führte seine Mannschaft aufs Feld. Zunächst einmal gucken wir auf Sunderland, Pantilimon, Jedlin, Kabul, Horton von Arnhold, auch da Niederländer in der Verteidigung. Britcar Ketamo davor, zusammen mit Buckley, Lance und Rodwell und in der Sturmspitze Jermaine Defoe. DD und Via, die beiden Neuzugänge, der brasilianische Innenverteidiger und der französische Sechser von Inter Mailand, nur auf der Bank. Allerdings stand Lenz überraschend in der Startelf. Der Niederländer wollte zeigen, was er drauf hat vor der Saison, für ja, eine nicht unbedingt kleine Summe gekommen. Bei Newcastle keine Überraschung, abgesehen von einer in der Sturmspitze. Jamal Pogba und Bemba Colbeck in der Defensive, davor Sissoko San, dazu noch Aarons, Zaha, Wijnaldum und Alexander Mitrovic. Nicht Pato, der saß nur auf der Bank und Mitrovic nach seinen beiden Treffern im Pokal hatte so ein bisschen die Gunst von MGT bekommen, nachdem Pato gegen Stoke sehr unsichtbar gewesen war und sollte heute treffen. Allerdings
übernahm zunächst einmal ja Sunderland das Ruder, die Black Cat in der Anfangsphase das überlegene Team und direkt mal mit der ersten guten Szene nach gerade mal 4 Minuten, die sehen wir jetzt. Hier kommt der Ball auf Kellermau und der legt den nochmal raus auf Lenz, der legt den weiter auf Rodwell, der legt den weiter auf Van Aanholt und der Niederländer flankt einfach mal in die Mitte und da steht Defoe, eigentlich kein Kopfballspezialist, war aber egal, 1-0, gerade mal 5 Minuten gespielt und die Führung für Sunderland, das war ganz schwach verteidigt von Newcastle, Außenpass jammert überhaupt nicht auf seinen Landsmann auf, in der Mitte sehen Pogba und Mbembe überhaupt nicht gut aus, Defoe, wie gesagt, kein Kopfballspezialist, aber macht das 1-0, Krull sieht auch nicht gut aus, allerdings versucht den Newcastle direkt zu antworten, ganz schwach hier verteidigt, früher Druck aufgebaut, Kabul da mit dem Riesenfehler gegen Zaha, da ist Mitrovic, abgefälscht noch von Bantilimon, Zaha ist da und es steht 1-1, 9 Minuten gespielt und direkt mal die ersten beiden Tore bereits gefallen in dieser Partie, Zaha macht sein zweites Tor für die MacPies nach seinem Wechsel von Crystal Palace und Mitrovic zeigt gleich mal, wie wichtig er sein kann, Bantilimon ist noch dran, nach dem Riesenfehler von Kabul, den muss er sich auf jeden Fall anstreichen lassen, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren und Zaha kann ihn dann nur noch reinschieben, kein großes Problem für den englischen Nationalspieler, es ging weiter auf der anderen Seite mit der nächsten Großchance für die Black Cats, gut gemacht von Rodwell, mal wieder den Ball erobert, die Flanke abgelegt nochmal auf Buckley und der versucht mit dem Schuss, aber Krüll ist da und kann hier das 2-1 für die Black Cats zunächst einmal verhindern. Auf der anderen Seite sah das besser aus über Wijnaldum, der versucht es hier, der Kapitän gerade angesprochen mit der nächsten Chance, Pantilimon ist diesmal da, der Ball erstmal zum Einwurf geht, aber aus diesem Einwurf wurde nochmal was Wichtigeres, der Ball kommt nämlich von Aarons auf Darian Maat, der Niederländer. Flankt direkt in die Mitte, da steht Wijnaldum, verlängert den Ball nochmal, da ist Zaha, der Torschütze, zieht einfach mal ab, Mitrovic mit dem Instinktkopfball in die Mitte, da ist Wijnaldum, 2-1, 18. Spielminute, die Führung für die MacPies erstmals in der Partie und das war richtig, richtig gut gemacht, Wijnaldum klopft aufs Wappen, sein drittes Saisontor bereits nach seinem Wechsel, richtig gute Statistik für ihn und natürlich klasse gemacht, Mitrovic mit seiner zweiten Vorlage und wie er die gemacht hat, das gucken wir uns nochmal ganz genau an, die Flanke verlängert von Wijnaldum, leitet das Tor selber ein, Zahas Schuss abgefälscht und Mitrovic mit dem Flugkopf bei Pantilimon kommt nicht mehr hin und wird dann noch getunnelt vom Torschützen, also 2-1, richtig bitter für die Black Cats und die machten direkt mal mit bitter weiter, hier Van Aanholt mit dem Fehler gegen Jammert, wenn die aggressiv spielen, dann wurde es direkt gefährlich, da war wieder Wijnaldum und verzieht hier, das hätte er machen können, das 3-1, das wäre eventuell die Vorentscheidung gewesen, so bleibt es erstmal spannend und auf der anderen Seite gibt es wie gesagt auch einen Niederländer und der heißt Jermaine Lenz, ebenfalls Neuzugang, ebenfalls ehemalig PSV und der kann Freistöße, 2-2, 42. Minute der Ausgleichstreffer für den FC Sunderland und das war richtig, richtig gut gemacht, die Mauer, absolut unbeteiligt, rennt erstmal los, als Defoe über den Ball läuft und springt dann nicht mal mehr hoch, sondern dreht sich nur weg. Dementsprechend Krull total chancenlos gegen diesen wunderbar getretenen Freistoß mit ganz viel Effekt und ganz viel Präzision, ganz viel Kraft von Jermaine Lenz. Der zeigt direkt mal, wie wichtig er sein kann. Und dementsprechend geht es mit dem Unentschieden in die Halbzeit. 2-2, unfassbar spannendes Tynwald Derby. Die Fans gut unterhalten, die Spieler hatten richtig Spaß auf dem Platz und in der zweiten Halbzeit wurde das Ganze nicht weniger unterhaltsam, auch wenn es weniger Torraumszenen gab, dafür noch mehr Kampf auf dem Platz. Und wir gehen direkt mal rein in die erste Szene der zweiten Halbzeit und die gab es auf Seiten der, ja, wieder mal Black Cats, wieder ein Freistoß, Lenz diesmal nicht gefragt mit seinem linken Fuß, aber er legt nur ab auf Rodwell und der zieht einfach mal ab und Krüll muss nicht eingreifen, trotzdem gute Aktion von Rodwell und der wurde direkt interessant, denn der hatte die nächste Chance ebenfalls, leitet hier selber ein, der Ball kommt auf Britcut, der legt einfach nochmal ab, quasi indirekt auf Rodwell und der macht das 3-2, das ist ja überraschend, das ist überragend eigentlich sogar gemacht von Jack Rodwell, der dann nochmal nachsetzt gegen die Defensive und ausgerechnet Jack Colback, der Linksverteidiger, ehemalige Black Cat, macht hier den Fehler und ermöglicht so das 3-2 für Sunderland. Ganz, ganz schwach verteidigt da von der Defensive der MacPies. Da sind sie sich überhaupt nicht einig. Und Rodwell geht einfach mal dazwischen. Krüll keine Chance. Und es steht plötzlich 3-2. Newcastle wütend um Antwort bemüht. Allerdings, ja, kam nicht mehr wirklich viel. Denn jetzt stand Sunderland hinten sicher. Mitrovic versucht es nochmal. Und wunderbare Parade da. Keine Chance, den Ball irgendwie ins Tor zu bringen. Pantilimon war heute in den meisten Situationen unüberwindbar. Nochmal Sissoko. 80. Minute. Freischusssituation. Pantilimon ist da. Und das war tatsächlich die letzte Chance der Partie. Die Black Cats brachten das Ganze über die Zeit. 90. Minute fast schon. Haben wir hier nochmal Sissoko. Dribbelt sich in die Mitte, aber er verzweifelt an der Defensive. Und das war dann wirklich die letzte Offensivaktion der Magpies. Die Black Cats gewinnen ein unfassbar spannendes Timeball Derby. Im Endeffekt nicht ganz unverdient mit 3-2. Newcastle in der Defensive einfach zu schwach. Und sie scheiterten zu oft an Pantilimon und in der ersten Halbzeit an ihren eigenen Möglichkeiten. Wijnaldum alleine hätte locker das Ganze hier entscheiden können. Allerdings machte dann Lenz den Ausgleichstreffer. Und damit waren die Black Cats oben auf. Und der Fehler in der Defensive durch Jack Colback ermöglicht Jack Rodwell dann quasi seinem Namensvetter, die beiden hier im Gespräch, den Siegtreffer für die Black Cats. Also, Tynwald Derby dieses Mal auf Seiten von ja, Sunderland gewonnen. Natürlich im Stadium of Light ist das gar nicht mal so schlecht. Das Rückspiel wird richtig interessant in St. James' Park, denn Newcastle muss sich rächen. Für den Moment zieht Sunderland vorbei an den Magpies. 11 Schüsse, 10 aufs Tor und wir schießen 2 Tore und kassieren
eigentlich drei total unnötige Tore und verlieren das Tynwald Derby gegen Sunderland, sind jetzt auf Tabellenplatz 8. Und naja, die Tabelle ist relativ eng gefächert, wenn man das mal so sieht. Wir haben nämlich, obwohl wir Tabellenachter sind momentan, nur 5 Punkte Vorsprung auf den 18. haben dafür allerdings auch ja nur 4 Punkte Rückstand weiterhin, nee, sogar 3 Punkte nur Rückstand auf den 5. Das ist alles extrem eng, das wird sie noch auf jeden Fall auseinanderziehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt in der nächsten Partie gegen Bournemouth gewinnen. Das wird es in der nächsten Episode geben, denn ich denke mal, das ist klar, dass ich das heute nicht mehr schaffe in dieser Episode, denn das letzte Spiel war sehr highlightreich und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Episode geht es dann mit Siegen hoffentlich weiter und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.